Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr ja schon im Thumbnail sehen konntet, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, also egal, habe ich mir wieder natürlich die Amazon Restpostenbox bestellt. Ja, die ist halt hier in den Karton und wir gucken mal, was wir diesen Monat drin haben. Dieses Mal hat sie mich gekostet, war ein bisschen teurer, 26,89 € und 20 Produkte sind drin. Ja, und zum Highlight kommen wir später. Ich habe nämlich was entdeckt und ich habe mich tierisch darüber gefreut. Und ich weiß eigentlich nicht, egal, kommen wir später zu. Also, es ist wieder sehr Nagellacklastig und Lippilastig und ich glaube, ich habe fast alles. Fast alles. Naja, ich greife einfach mal rein und wir fangen an. So, da habe ich das SOS Lip Repair von Mundwerk. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal drin gehabt, auch schon selber benutzt. Ist gut, aber ja, wird dann wahrscheinlich auch weitergehen. Ist die Eigenmarke von Müller oder, nee, Eigenmarke nicht, aber ist von Müller. SOS Lip Repair, Soforthilfe für spröde und rissige Lippen. Dann haben wir von Essence Perfect Shine Lipstick. Das ist dieser hier in der Farbe 02. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon habe. Da müsste ich echt mal durchgucken bei meinen Lippies. Aber so ist die Farbe ja nicht schlecht, ne? Ich weiß, ich habe so. Aber ich weiß nicht, ob ich die Farbe habe. Da muss ich erstmal gucken. Deswegen wird der auf die rechte Seite wandern. Dann habe ich einen Single Lidschatten von Essence, das ist Melted Chrome, den habe ich auch mal selber gehabt, Platinum Nights. Ja, ist sehr dunkel, aber das ist so ein schönes Lila mit Sparkle drin, ne? Ja. Aber auf die linke Seite. Dann haben wir noch einen Single Lidschatten von Catrice. 240 Stand Out with Rusty. Ich weiß gar nicht, wer kommt auf diesen Namen? Kommt auf diesen Namen. Schöner, ja, Kupferton. Schön mit Sparkles, ne? So, dann haben wir wieder eine Lippe hier drin von Manhattan. Endless Color Matte Lip Butter. Da muss ich auch erstmal gucken, ob ich den habe. Very Berry. Das ist diese Farbe. Wie gesagt, ich habe da auch welche von, aber ich muss erstmal gucken, ob ich die habe. Ich schaue gleich mal nach und dann sage ich euch Bescheid. So, dann haben wir auch einen schönen Nagellack hier drin von Insta Perfect by Belle, ne, Hypoallergenik. Das ist die Farbe Insta Perfect Nails. Nee, Electric Red 021. Das ist einmal diese Farbe hier. Nagellacke gehen ja bei mir immer weiter. Dann haben wir noch hier drin von Essence ein Augenbrauen-Gel Color and Shape in der Farbe 01 Braun. Braun, farbiges Augenbrauen-Gel. Ja, sowas gebrauche ich einfach nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht gebraucht, ne? Und so sieht's aus. Ja, aber das wird auch weitergehen. Das ist auch für mich definitiv zu dunkel. So. Dann geht es weiter mit einem Nagellack von Essence, Glitter On, Glitter Off. 01 Put a Ring on It. Also Glitters sind immer sehr schön, aber allerdings immer sehr schwer von Nägeln zu bekommen. Aber so ist der schön. Ne? Dann haben wir noch einen Nagellack von Hypoallergenik. Das ist eine schöne Peachfarbe. Exotic Frucht 022. Kann sein, dass wir den auch schon mal hatten, ne? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß es aber nicht. Ja, gut, das passiert natürlich, weil ich die Box jeden Monat bestelle. Aber für mich ist das halt schön, weil ich habe dann was für die Steffi-Boxen und auch Geburtstag und bla bla bla. Essence Shine and Go haben wir hier noch. Ein I Believe, einen langhaltigen Nagellack. Das ist einmal diese Farbe. Dann noch von Manhattan, Super Gel Nail Polish, ja, Berry Love. Ich sage ja wieder sehr nagellacklastig. So. Aber okay, ne?
Okay. Dann haben wir von Essence ein Lippi hier drin. Die haben wir ja auch öfter mal da drin. This is Me Semi-Shine Lipstick. True Me. Ich weiß nicht, ich mache mal hier den Klebi ab, weil da muss ich auch gucken, ob ich den schon habe. Oh, das ist eine dunkle Farbe. Holla. Schönes Braun, ne? Aber ich, wie gesagt, ich gucke gleich mal in meine Lippi-Kiste, ob die da drin sind. Und wenn nicht, behalte ich sie. Wenn sie drin sind, gehen sie natürlich weiter. Dann haben wir noch von Manhattan ein Endless Day 24 Stunden Eyeshadow Stick. Das ist einmal der hier. Das ist auch eine schöne helle Farbe. Aber ich glaube, den habe ich schon noch. Ich meine ja. Hier habe ich nämlich die ganzen Sticks drin. Ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht genau. Mal schauen. Dann haben wir von Essence einen Blush hier drin. Der wird definitiv bei mir bleiben. Pink Me Up. Ja! Cool, ne? Und mit Sternchen sogar drin. Fand ich echt süß. Echt süß, ne? Schöne Farbe. Swatchen wir mal. Ja, das ist schon Barbie, ne? I'm a Barbie Girl. Ja. Okay. Ja, das ist eine Farbe für den Sommer. Definitiv. Junge. Wow. Kommt auf meine Seite. Dann haben wir hier von Manhattan ein Contour und Conceal Stift. Den habe ich. 002 Karamell ist das. Der ist richtig gut. Habe ich schon mal ausprobiert. Ja, da kannst du auf jeden Fall schön mit arbeiten. Wird aber auf eure Seite wandern. Dann habe ich hier drin noch von Essence Go for Gold Nail Sticker. Ja, die werden auch weiter wandern, weil Nail Sticker, obwohl, ich glaube, die werden bei mir bleiben, weil ich weiß nicht. Nee, die wandern weiter. Ich brauche mal immer mal Sticker für irgendwie Schminkies machen, aber die werden, das wird weiter wandern. Dann haben wir ja noch von diesem Mundwerk passende Lippenbutter dazu. Gut ist es. Also wie gesagt, ich habe es auch schon gehabt. Ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal in der Box gehabt, auch weitergegeben. Aber das ist echt gut. Wer es noch nicht hat, ne? Der freut sich drüber. Dann haben wir noch ein Eyeshadow Rich Beach von Essence. Ein Single-Lidschatten. Das ist ein schönes, dunkles Gold. Ja, ist auf jeden Fall weihnachtlich, die Box, ne? Dann haben wir hier noch zwei Sachen. Einmal hier noch von Essence ein Long-Lasting Eye Pencil in Gold Bling. Habe ich schon. Wird auch weiter, aber dann habe ich mir aber mal selber gekauft. Und noch von Essence Shine and Go Nagellack I Got Rhythm. So, und wenn wir jetzt richtig gezählt haben, ich zähle nochmal hier nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sind hier schon 20 Sachen. Und ich hatte obendrauf noch, ob das glaubt oder nicht. Ich weiß es nicht, ob derjenige mich kennt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte obendrauf liegen eine Lidschattenpalette. Ich habe mir Keks gefreut, Leute. Und das war diese tolle Palette hier von Terra Naturi, die auch nicht ganz, oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, angemalt hier, auch nicht ganz günstig ist. Terra Naturi ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von Müller und Take Me to the Desert, guckt euch die an, das ist die Eyeshadow-Palette mit, wie viele Farben, ich weiß es nicht, aber ich habe mich gefreut, ich habe gedacht, die liegt da oben drauf. Ob das wohl so richtig ist, ich weiß es nicht. Aber ich fand es mega. Und dann habe ich die aufgemacht und dann fand ich sie auch mega. Ja, mit diesen tollen Farben drin. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, die auszuprobieren. Ich freue mich wie Bolle. Und also das war klasse. Ne? Das ist quasi die 21. Sache.
Falls derjenige mich sieht, der das ja packt bei Amazon, wie auch immer, von wem die Restpostenbox ja immer ist, ein liebes Dankeschön. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, über dieses quasi Weihnachtsgeschenk. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und nochmal Dankeschön. So, ich komme gleich wieder, weil ich gucke nämlich jetzt mal eben in meine Lippenbox, ob ich die drei habe. Wenn dann, ja, wandern sie zu euch. Ich habe quasi diesmal dann, ja, wir schauen erstmal. Wir schauen erstmal. So, ich habe mir meine Lippenstiftbox. Leute, die wird immer voller. Ja, das sind nur Lippis. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich kaufe keine Lippenstifte, echt nicht. Das habe ich wirklich immer in den Boxen drin oder keine Ahnung was. Aber ich habe die alle nicht gehabt. Deswegen werden alle Lippis bei mir bleiben. Ja, da haben wir 3, 4, 5 Sachen und 15 für euch. Ja, mein Gott. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Die Boxen habe ich mal beim Lidl gekauft. Die sind echt super. Ich finde das jetzt nicht schlimm, weil ich bestelle sie auch wirklich mitunter auch dafür, dass ich auch was immer so halt für meine Steffi-Boxen habe und sowas alle, ne? Und ich gebe ja gerne weiter. Ich mache euch ja gerne eine Freude, das wisst ihr ja. Ja, also ich freue mich wirklich tierisch. Wie gesagt, sie war diesmal ein bisschen teurer. Ich habe schon mal auch nur 18 Euro dafür bezahlt. 26 Euro. Aber das habe ich gerne bezahlt, weil ich halt diese schöne Lidschattenpalette dabei hatte. Und guck mal, sie ist einfach schlicht von außen, aber trotzdem sehr schick, ne? Und ja, eine wirklich tolle, tolle Palette, wo ich mich sehr, sehr drüber freue. Und ja, genau. Und halt dieser schöne Blush auch, ne, der in meine Sammlung kommt. Und ja, da habe ich viel, viele Sachen wieder für euch. Aber trotzdem fand ich die Box gut. Trotzdem fand ich sie gut. Ich weiß, sie ist immer sehr nagellacklastig. Ich weiß auch, sie ist sehr lippilastig. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich bestelle die mir trotzdem weiter. Weil ich einfach Spaß daran habe an der Box und ja, genau. Und ich glaube, es haben auch schon viele, die von euch bestellt. Also, meine Lieben, ja, Fazit, Top Box, I love it und Dankeschön dafür nochmal. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war die Amazon Restbox Postchen Box für den Monat Dezember, meine Lieben. Genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund und einen dicken Knutscher an euch. Macht's gut. Tschüss. Und bleibt gesund. Habe ich das schon gesagt? Egal, doppelt hält besser.